euch nicht. Diese Roboter sind eure Verbündeten. Eure Beschützer. Und sie werden erst tun, wenn das Commonwealth gerettet ist. Gemeinsam werden wir wieder Gerechtigkeit schaffen und ein neues Zeitalter einläuten. Ups. Ich mal kurz. Ich wollte mal ganz kurz ausreden lassen und ich wollte mich in der Zwischenzeit kurz mit anders hinsetzen dann. Ich habe auch einen Roboter dabei. Empfangsterminal. Oh, mal gucken. Memos. Erinnerung zu Händen Miss Hayes. Hayes. Mit Einführung des neuen Miss... Mit Einführung des neuen Miss Nanny-Modells werden Kunden versucht, defekte Einheiten zur Reparatur in die Fabrik zu bringen. Weisen Sie in solchen Fällen bitte den Kunden höflich darauf hin, dass gemäß unseres Garantieprogramms defekte Einheiten vor der Reparatur erst die vorgeschriebenen Kanäle durchlaufen müssen. Auch wenn diese Kunden frustriert soll, was? Sollten sie darauf hinweisen, dass Kundenzufriedenheit das oberste Ziel von General Atomics ist. Nutzen Sie diese Gelegenheit außerdem, Sie auf unseren neuen Qualitätssicherungsflügel hinzuweisen, der die Menge der defekten Einheiten minimierte, die unser Haus überhaupt erst verlassen. Als Empfangsarbeiter sind Sie das erste Gesicht, das unsere Kunden sehen. Sorgen Sie dafür, dass es ein freundliches ist. Kaffeewünsche. Ich notiere mir mal, dass ich es beim nächsten Mal nicht verbocke. Mr. Kincaid, Cappuccino, extra Schaum, kein Zucker. Mr. Schmidt, Latte, fettreduzierte Milch, 3 Löffel Zucker. Mr. Nook, schwarzer Kaffee, kein Zucker, keine Milch. Mrs. Calhoun, Kaffee mit 2 Portionen Kaffeesahne, 1 Päckchen Zucker. Kalender. Anstehende Veranstaltungen. Montag, 25. Oktober, 15 Uhr. Fabrikbesichtigung für Investorengruppe von General Atomics. Dienstag, 26. Oktober, 9 Uhr. Teammeeting der Fabriktechniker. Dienstag, 26. Oktober, 17 Uhr. Fabrikmitarbeiter Kennenlernparty. Okay. Hört sich schon an, als ob nebenan gleich irgendwie eine Party stattfindet. Deshalb speichere ich mal ganz kurz. Mach mal kurz ein bisschen das Licht hier aus. Oh ja, jetzt fängt doch wieder Spaß an. Das ist ja nicht so Spaß in der Ecke. Alter. Wer hat denn mehr gefunden? Ich dachte, der wäre down. Oh Gott, wie viele sind denn hier? Und was uns hier noch erwartet. Okay, ich muss irgendwie den Ton von dem Typen ausbekommen. Na, ist klar. So, ich will ja auch nichts übersehen. Dann haben wir noch einen Raum. Und hier haben wir auch noch einen Raum. Gucken wir uns erstmal hier um. Was haben wir hier Feines? Jo, interessant. Hier ist schon ein bisschen Wasser ausgelaufen.
Na toll. Ich glaube, hier habe ich einiges zu looten. Das ist ein Problem an der ganzen Sache hinterher. Aufgepasst. Ich hoffe, dass Ada noch genug tragen kann. Boah, die Stimme nervt mich. Fürchtet euch nicht. Eure Beschützer. Und sie werden erst hoch, wenn das Kommandant gerettet ist. Zeig mal hier die Backen. Wow, kommst du näher. So, laut Minimap sind da unten noch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das sind auch nur die, die mir momentan angezeigt werden. Schaltplatte Militärstandard. Ach, Schaltplatte. Ich habe diesen Schaltplatte. Oh, ich hoffe mal, dass ich ein paar interessante Sachen zusammenbekomme. Da ist irgendwas im Laufen, das zeigt mir auch schon, was ich da nehmen soll. Okay, soll mich in der Fabrik mal umschauen. Okay, die Tür ist gesperrt. Okay, wir nehmen trotzdem erstmal alles mit, was wir hier so finden. So, gucken wir mal ganz kurz hier rein. Na toll. Na toll. Ist einfach nur gerade runter dort. Mal die ganzen Sachen mit, die so ein bisschen rumleuchten. Gleich gucken wir uns noch ein bisschen genauer um. So. Ach, aber kann ich mich mit der Power-Rüstung nicht mehr daran setzen? Verstehe ich nicht. Warum komme ich mit der Power-Rüstung weil man nicht mehr daran? Ich will mich jetzt mal ganz kurz so umgucken. General Atomics ID-Karte. Moment. Untersuchen? Okay, ist einfach nur eine ID-Karte. Kommen wir vielleicht mit der ID-Karte unten in den einen Raum rein? Ich glaube nicht, oder? Dann wäre aber dann wirklich irgendwie ein Zufall. Ich glaube nicht. Hä? Wird der gerade nebenan im Raum irgendwas angezeigt da? Okay, ich stelle mich mal ganz kurz hier hin. Ich darf mich ja nicht an den Computer ransetzen. Mit Power-Rüstung auf einmal. Persönliche Aufzeichnungen. Stellenzuweisung. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, Mrs. Kincaid. Wir hoffen, dass Ihre Versetzung von der Fabrik reibungslos verläuft. Als menschlicher Aufseher vor Ort werden Sie in der General Atomics Galerie dafür sorgen, dass der wachsende Kundenstamm von General Atomics schon bald ein ganz neues Shopping-Erlebnis genießen wird. Wir versichern Ihnen, dass dies ein angenehmer Arbeitsplatz ist, der Ihnen nur sehr wenig Mühe und Stress bereiten wird. Sie müssen einfach nur die Arbeit der vollständig automatisierten Belegschaft überwachen. Wir gehen davon aus, dass nur sehr wenige Einschreitungen ihrerseits nötig sein wird, da die Roboter von ihrem Einsatz umfassenden Tests unterzogen wurden. Danke für Ihre Dienste an unserem Unternehmen General Atomics. Zentrale. Hier wurde also jemand weggeschickt. Beförderung. Bestimmt. Danke für nichts.
Ich opfere Jahre meines Lebens, um diese Fabrik am Laufen zu halten. Und das ist der Dank. Ich soll einen Haufen Roboter babysitten, die Tante Emma Laden spielen. Ich habe gerade gesagt, hier plopft gerade wieder auf. Das ist lächerlich. Glauben Sie denn, ich weiß nicht, worum es hier geht? Altersdiskriminierung. Ich bin noch so gut wie jeder 25-Jährige. Aber Sie sagen mir, Mr. Kincaid, Zeit für den Ruhestand. Sie sollten reisen, Mr. Kincaid. Verbringen Sie doch mal Zeit. Verbringen Sie doch Zeit mit Ihrer Familie, Mr. Kincaid. Tja, ich will das alles aber nicht. Ich will hier sitzen und diese Fabrik leiten, wie ich es seit Jahren tue. Die Arbeit hier bringt mich noch um. Ich werde mich buchstäblich zu Tode langweilen und daran sind nur Sie schuld. Dann sind nur die schuld. Die wollen ihn also hier rausmobben. Ich frage mich, warum? Der ist zu alt mit 25 Jahren? Toll, wie das. Also wenn der zu alt ist mit 25 Jahren, dass er mit 25 Jahren in Rente gehen soll, dann stehe ich ja schon kurz vorm Grab, ey. Na toll. Dann müsste ich ja schon lange in Rente sein. So, ich glaube, ey, da kommt bestimmt gleich hinterher. In der Zwischenzeit sammeln wir kurz hier ein paar Sachen ein, die wir hier so finden. So. Das Bild ist neu, das kenne ich gar nicht. Das Bild ist wirklich neu. Normalerweise kenne ich viele Bilder, die sie hier in Fallout zeigen. Aber das ist neu. Ob es irgendwie mit dem DLC zu tun hat. Ach, hier ist die Schreibmaschine, die ich gerade vom Nebenraum aus sehen konnte. Ausgezeichnet. Energiewaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Du hast eine Ausgabe von Teslas Forschung gefunden. Ja, sehr schön. So, mal kurz Licht angeworfen, damit ich hier nichts übersehe. Und ich hoffe ich mal, dass ich hier nichts übersehe. Das ist richtig. Jetzt bestimmt irgendwas auch mit dem Typen zu tun, den sie ja weggeschickt hatten. Vielleicht ist das ja sogar der Besitzer von ihr. Vielleicht wollte der sie rächen oder so, ich habe keine Ahnung. Dass der als Befehl ihr irgendwie mitgeteilt hat, dass wir hier hin müssen. Zumindest sie muss hier hin. Falls er das nicht irgendwie überlebt. Weil er sich hier irgendwie rächen will. Falls er sich nicht mehr rächen kann, dass sich dann Ada hier rächen kann. Ich bin mal gespannt. Okay, hier kommen wir so noch nicht rein. Wir haben ja keinen funktionierenden Computer, der das Ding irgendwie aufbekommen kann. Solche Ersatzteile rum, aber die sind doch. Oh Gott. Die Ersatzteile sind doch gar nicht mal so schlecht. Die kann ich sogar richtig gut noch gebrauchen. Ich hoffe mal, dass Ada noch genug tragen kann. Na komm, den ganzen Schrott nimmst du bestimmt noch mindestens mit, ne? Ja, sehr schön. Gut. Aber auch ein bisschen was. Ich muss später auch mal gucken, wieder in. Während der Aufnahmepause, ob ich wieder Ada ein bisschen verbessern kann, wenn ich hier durch bin. Vielleicht finde ich ja das ein oder andere, womit ich Ada halt verbessern kann.
wir haben hier ein Terminal. Ach ja, klar. Guckst du mal raus? Wir haben auch eine neue Waffe, fällt mir jetzt gerade ein. Oh, das Ding ist gut. Das Ding ist gut. Hohohoho, die Waffe ist gut. Die macht ja richtig gut Damage. Was ist denn das nochmal für eine? Die ist das hier. 28 Damage macht die. 113er Feuerrate bei 5,56er Muni. Sehr schönes Ding. So, ich könnte theoretisch von da oben bis dahin rüberspringen. Aufgepasst! Sieh mal, was du tun kannst. Heck du mal kurz das Ding. Ja, das ist ja nett. Hey. Was kann ich für dich tun? So, das ist ja speichern. Wie? Hey, ich brauche deine Hilfe. Was haben die denn hier? Was ist denn überhaupt von der Suppe hier dran? Hier genauso. Komm mal her, du sollst mal kurz das Ding entsperren, falls hier mal die Tür zugeht. Damit die hier relativ schnell wieder rauskommen. Ja, sehr schön. Ja, der ganze Tisch kann ich gebrauchen, super. Na gut, fast den ganzen Tisch. Bewegt sich also. Da bin ich halt mal gespannt, was das Ding ist. Fred? Ich glaube nicht. Was war das denn für ein Ding? Ich konnte gerade oben ganz kurz an der Tür sehen. Ich konnte den gerade eben ganz kurz an der Tür da oben sehen. Wollte ich mich gleich schon vor, dass ich den Blitz geknüppelt habe, den Jungen. Ja, doch. Ja, ja. Guten. Ich glaube, du wirst dich ein bisschen schon früher ruhen. Und die Attraktivität ist ganz schön hoch hier in der Ecke. So. Okay. Sicherheitstürsteuerung. Sollen wir mal ganz kurz da vorne hingehen? Ich habe da vorher noch einen umgeknüppelt und jetzt kommt hier gerade die Reinigungsputzfrau, glaube ich, gleich vorbei. Ich war hier vorne noch gar nicht drin, oder? Doch, hier war ich schon drin. Okay, das ist der komische Raum, der noch abgesperrt ist, wo ich nur rein muss. Okay, hier müssen wir noch hoch. Noch ein Fusionskern. Oh, gefällt mir auf jeden Fall hier. Der ist auf dieser Ebene.
Gehen wir mal eine Etage höher. Ja, gemeinsam sind wir einsam. So, hier kommt die Putzfrau gerade wieder vorbeigefahren. Hört man genau, das ist so ein Bodenstaubsauger. So, nee, hier war nur so ein Straßenreinigungswagen. Ich hatte das Fenster ein bisschen auf. Nicht der Meckernist. Der meckert nicht. Alter, was hat der denn für coole... Der war schon wieder hier. Ach nein. Hey da. Hey da. Ja. Ja, hab ich gemerkt. Ach, schon gut. Hey. So, jetzt. So, und ein bisschen Schrottkristall natürlich auch noch mit. Hast ja echt einen großen Rucksack im Rücken. Ich hoffe mal, dass ich dich irgendwie nach der ganzen Geschichte hier wieder upgraden kann. Oh, das ist auch ein rot am leuchtende Typ. Ja, ja, Zeitalter, Schmaltalter. Nein, nein, greifst du noch nicht. So. Ach, schade, hier ist kein Fusionskern drin. Oh, Powerrüstung. Ja, doch. Wie schnell der ausgestiegen war. Okay, ist die Radioaktivität aber trotzdem ganz schön hoch. Du willst dich nicht daran setzen. Okay, jetzt. Oh, yippie-yay. Ey, da kannst du kurz herkommen. Boah, weil ich gleich froh bin, wenn ich den ausgeschaltet habe. Ich will nicht weg, Alter. Ich will nicht weg. Boah, was nervt das? Ja, ist ja gut. Gemeinsam sind wir einsam. Sind sie mit uns einsam. Die neue Gemeinschaft. Einschaft. Ach, da hat gelöst. Der in die Ecke schifft. Eure Roboter stinken wie Hölle. Hier sind ein paar viele Wörter übrig. Ich probiere mal ein paar Wörter aus. Glück gehabt. Ich wollte gerade neu starten. Ja? Ja? Wie jetzt? Das Passwort war richtig und was bekomme ich dafür? Nichts oder was? Ich vergesse oft, dass hier nichts steht. Hä? Warum war das Ding gesperrt? Hier steht nichts. Rein gar nichts. Hallo? Lass mich jetzt einfach aus, oder? Da steht nichts. Achtung, Bewohner des Commonwealth. Ich bringe euch. Nein, nicht einsteigen, nicht einsteigen, nicht ein. Jetzt packt er irgendwie einen Kern wieder rein. Nein. Eure Beschützer. Meine Radioaktivität, die steigt in die Hulle. Ich muss mal kurz hier drin. Oh, oh cool, wir stehen da reingesprungen. Und die Radioaktivität ist direkt runtergegangen. Sie doch gelohnt, dass ich die ganzen Bleiplatten da gepackt habe an dem Ding hier. So, ich könnte theoretisch jetzt einfach da reinspringen. Ich würde aber gerne unten den Computer aufmachen. Gemeinsam sind wir zweisam.
Ups, Entschuldigung. Du bist nicht, dass du fliegst. Gemeinsam, gemeinsam. Sind wir zweisam. Ich mache hier mal die Truhe auf. Es ist eigentlich keine Kiste. Eine Werkzeugkiste. Cool. Ja, kann man das kommen, was? Ich denke wie Hulle. Das haben sie jetzt nicht gedacht. Aber ich entsperre diese Tür. War ich ganz fies und gemein, dass er Rolle. Das wäre es. Ja, da gibt's nie Feines. Oh, hier gefällt's mir richtig. Wenn man den Typen jetzt aber nicht mehr hört. Oh, wie viele Schlösser haben die denn hier noch? Also wenn jetzt hier nicht mal ganz ultra geniales drin ist, dann weiß ich aber auch nicht. Geschafft. Okay, ein paar Patronen ist gut. Ja, 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 ja. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich bis jetzt ein paar mehr Fusionskerne finde. Habe irgendwie mitgerechnet in so einem Laden wie hier. Da habe ich echt gedacht, dass mir die Fusionskerne eigentlich nur so entgegenfliegen. Was aber momentan nicht wirklich der Fall ist. Noch eh da. So. Hab ich euch schon gelootet? Nicht wirklich, ne? Wir waren noch nie zuvor in dieser Fabrik. Doch als Jackson die Mechanist-Roboter sah, befahl er uns fast unverzüglich umzukehren. Got a doll, baby. I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. Regular pint size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Pleada, pleada, pleada. Atom bomb baby, loaded with power, radioactive as a TV tower, a nuclear vision in her soul, loves with the electronic control. Atom bomb baby, little atom bomb, I want her in my wigwam, she's just the way I want her to be, a million times hotter than TNT. Bomb, Leada, bomb, Leada, bomb, Leada. Atom bomb baby, boy she can start. One of those chain reactions in my heart. A big explosion, big and loud. Mushrooms me right up on a cloud. Atom bomb baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bum, Leada, bum, Leada, bum, Leada. Atom bomb baby, sweet as a plum, carries more wild than uranium. When she kisses, there's no hitch. 0 hours, she turns on the switch. Atom bomb baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than tea.